Nee, wir machen jetzt hier einen Cut, oder? Ja, Oder wollen wir jetzt noch einen Part aufnehmen? wie lange dauert ein Part bei dir? Eine Viertelstunde. Na, den Endpart können wir eigentlich noch. Okay, nee, halt, stopp, ihr habt nichts gehört. Wir machen jetzt einfach nur eine Runde weiter. Ja, das war Aufregung ja pur. Ja. Wieso ein Noob einfach mal gestorben, du? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ach, deine Mom kommt wohl gleich, oder was? Eine halbe Stunde. Ja, voll easy. Oder musst du jetzt noch was machen? Es ist jetzt natürlich wieder Game mit dem Water auf Frost, ne? Fange dort schon, Mama. Na, ich bin drauf. Ja, ich jetzt auch. Also weiter und es dauert jetzt wieder. Naja. Ich kann ja inzwischen mal hier kurz schildern, was denn vorhin so los war. Also, wir waren ganz gechillt, sind in Kavala gespawnt, haben uns beim Heli-Typ hier. Wo ist der? Der ist hier, beim Helikopterladen, unsere Helis geholt, haben mir einen gekauft, sind hier hingeflogen. Und dort war schon mal so ein Typ, also der hat wahrscheinlich irgendwas gefarmt in so ein SUV oder Vorder. Offroader. Und wir haben uns halt nichts Böses gedacht irgendwie, sind einfach, haben uns Zeugs weitergemacht, sind dann hier hingeflogen zur Verarbeitung, sind dort gelandet, haben eigentlich fast alles geschafft. Und auf einmal sehen wir dort an der Seite so ein Etwas, nenne ich es jetzt einfach mal, was mit dem Fallschirm langsam nach unten gesegelt ist, mit so einer Rauchspur. Haben uns halt gedacht, wird schon nichts Böses sein. Und ich spuck hier erstmal sehr ekelhaft. Oh lol. Was denn? Ja, ich habe jetzt aus Versehen die Regeln nicht akzeptiert. What the fuck, was ist das? Ja, hallo? Jetzt war's gebannt. Nee, ich gehe einfach wieder drauf. Nein, wollte ja schon in die Ego-Perspektive gehen. Also von der Ego-Perspektive in der Third Person. Ja, und jetzt akzeptieren. So. Spawnen wir in Kavala oder wo? Okay. Ne, ich hab das So. ganze Zeug sogar noch, oder? Hast du ja? Warte, ich guck mal kurz bei I. Meine Waffe. Aus? Lol, hast du die Waffe noch? Ja, hat die sich verdoppelt? Scheinbar. Ich habe auf jeden Fall Klasse. alles noch. Ja, ich auch. Ich hab. Ja. Toll. Wie ist das jetzt? Wollen wir da jetzt nochmal mit dem Heli in eine Runde fliegen? Ah, wobei der ist so laut, das ist scheiße. Ja, lieber Kart fahren. Okay. Wo bist du jetzt? Ich hol schon mal meine Karte raus. Ja, ich bin Kavala, ich komme vor. So. Übrigens, das Karten jetzt nur so für die Zuschauer. Das müsst ihr euch für 1,49 € oder so kaufen. Als Also DLC. mit Echtgeld halt. Ich meine, ne, für mich jetzt ist so, habe ich mir gedacht, 1,50 € ist mir der Spaß mal so wert und ich finde, das macht auch übelst Spaß mit dem rumzufahren. Ingame müsst ihr euch das dann auch nochmal kaufen, also für 7.500 oder so. So ist es hier auf dem Server. Von Server zu Server unterschiedlich, glaube ich. Genau. Bist du das dort? Ja. Okay. Ich warte hier vorne einfach mal, ne? Du kannst dann einmal vorkommen. Wollen wir da jetzt mal in die andere Richtung fahren? Weil beim letzten Mal sind wir ja auch in die Richtung gefahren. Ich guck mal kurz, das ist auch, ne, falsch. Auf der Map hier. Spieler. Es sind zwei Polizisten schon wieder online. Und der eine scheiß Söldner, der uns vor uns überfallen hat, ist auch wieder da. Oh, der ist ja in der Garage. Der hat gleich mal nachgeladen, der Drecksack. Hallo? Ist er noch hier? Ja. Will der von dir irgendwas, oder? Nee, der sagt, ich soll zuerst spawnen. So, ich bin hier. Siehst du mich ja, ne? Der holt wieder seinen Ifrit raus. Okay, da sollte man sich verpissen, oder? Naja, das ist halt seltener, die dürfen den haben. Ja, aber der könnte uns jetzt trotzdem jetzt einfach abknallen. Ist so ein Ne, Spasti. der hat keine Waffe drauf. Das ist der Ifrit ohne Waffe obendrauf. Ach so. Aber irgendwie so, ich weiß nicht, Leucht- oder Blendgranaten oder sowas hat er doch, oder? Ja, aber das bringt ja nichts. Ja Siehst du doch, ihn man plötzlich sieht nicht nichts mehr. mehr. Ja. Wo bist du jetzt längst gefahren? Ach so. Einfach gerade.
Ja gut, okay. Nee, ich habe gerade mal geguckt, wo der Typ kommt oder wo der bleibt. Drück mal Shift, Alter, damit du wieder vorkommst. Ja. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Ich denke, egal, der kommt hinter uns. Ah. So, ich bin jetzt da. Also ich muss sagen, mit so einem kleinen Teil hier rumfahren, das macht schon richtig Spaß. Also falls ihr irgendwie noch Kleingeld übrig habt, kauft euch den doch einfach, also falls ihr Arma 3 habt. Und also meiner Meinung nach lohnt sich das schon, weil man kann halt einfach überall hinfahren. Und das Ding ist halt auch noch relativ schnell. Also wie war das? Unter Schranken kommst du auch durch, oder? Ja, wenn du dieses komische Stoppschild da nicht an der Schranke hast. Können wir ja gleich mal am Checkpoint ausprobieren. Falls da Nicht, dass kein. man da volle Kanne reinfahren und auf einmal wieder sterben. Das wäre uncool. Da habe ich erstmal deine Waffe und du hast deine auch nochmal. Ja, ach ja, du hattest ja gar keine Waffe, ne? Nee. Ja, das hat sich ja schon mal gelohnt, du. Na, aber wie war denn das jetzt? Bin ich nicht noch, bevor wir die Connection verloren haben, gestorben? Ja, du hast aber erst Respawn gedrückt, als der Server schon abgekackt ist. Ja, das stimmt. Somit hast du deine Waffe immer noch behalten, weil der Notarzt hätte dich beleben können. Also sozusagen 10 Minuten bevor Restart ist, würde ich nicht Respawn drücken, weil du hast dein Zeug immer noch. Du musst halt bloß einen Restart abwarten. Du kannst ja 2 Stunden vorher verrecken und hast, was weiß ich, 100.000 oder 1 Million Bargeld dabei. Ja. Warst du 2 Stunden ab, hast du deine Million immer noch. Naja, wobei ich weiß nicht, ob dann jemand klauen kann. Ja, das ja, aber wenn du, was weiß ich, jenseits im Abseits liegst, da vorne ist schon der Checkpoint. Okay. Erstmal wieder die Map angemacht, die Minimap hier. Sind hier gerade irgendwelche Cops? Nee. Warte mal, es soll vielleicht erstmal einer versuchen, oder? Denkst du, es ist so schlau, wenn es direkt wieder zwei machen? Geht. Du darfst halt bloß nicht unter dem Schild durchfahren. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wenn du mit höherer Geschwindigkeit durchfährst, ob du da irgendwie. Oh. Sag Bitte? mal, ich steck wieder fest. Halt, stopp. Soll ich mal das Ding aufmachen da hinten? Das kann ich eigentlich auch von hier aus. Das ging doch gerade. Ja, jetzt. Halt, warte. Mann. Jetzt. Ja. Also dort vorne geht's, aber hier irgendwie komischerweise nicht. Das ist ja komisch. So, wo wollen wir jetzt hin? Wir hatten jetzt. Dann gehen wir weg hier. Wir könnten jetzt hier. Wo sind wir überhaupt? Wir sind Ja, hier. Checkpoint. Wir Eigentlich hätten wir auch könnten. in Sophia spawnen können. Dann hätten wir nämlich die Achterbahn erfahren können. Scheiße, stimmt. Na gut, dort kommen wir aber jetzt nicht mehr hin so schnell. Das lohnt sich, denke ich mal, nicht. Wollen wir vielleicht mal kurz zur Ölverarbeitung fahren und gucken, wie viel dort so eine Lizenz kostet, weil die wollten doch sowieso mal Öl fahren. Ja, du, ich hab meine ja, aber du brauchst ja noch eine. So, ja. Können wir mal kurz dorthin fahren und dann gucken, oder? Ja. Ist ja nur 900 Meter von hier entfernt. Weil da könnte ich ja direkt noch zum ATM gehen und mir die einfach mal kaufen. Da können wir ja demnächst mal ein bisschen Öl einfach fahren. What the fuck? Da bin ich auf der Außendings gefahren, einfach wieder reingelenkt. Ach so. Pinguin mitgenommen. Ich dachte schon, du fährst eiskalt vorbei. Ne, 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 das hättest du wohl gern. Müssen wir nicht hier längs? Nee, einfach gerade. Hier geht's rein. Na gut, ich glaube, das wäre der gleiche Weg gewesen, aber ist egal. Ich würde euch nur empfehlen, nicht mit Shift um Kurven zu fahren, weil. What the fuck? Weil da könnte es passieren, dass ihr ganz schnell mal aus der Kurve so rausfliegt. Das ist ein Heli, siehst du den?
Auf der Flucht weiter. LOL. Oh, da. Bleibst du einfach hier stehen, wie so ein kleiner Spasti. Finde ich nicht konkret von dir so. So, warte mal. Das ist 100 Meter von hier entfernt. Ja gut, wenn sie uns hier überfallen sollten, dann bringt es ja sowieso nichts, ne? Ja. Warte mal, wo ist denn der Typ jetzt? Der steht hier drinnen. So. $10.000 kostet das. Lol, ich brauch die auch noch. Ich hab die doch schon. Warte mal, ich guck auch noch mal. Ja, 10.000. Ja. Lol, da hast du die noch nicht. Stimmt. Stimmt, Öl habe ich noch nicht gefahren. Stimmt. Hey. Okay. Ja, gut, warte mal, wo. Ich bin schon wieder behindert. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte Warum da kurz zum ATM und uns so da was holen? Also ja, die Lizenz kaufen? Ja. So. Wir werden jetzt noch kurz zum ATM fahren, damit die Folge jetzt nicht zu kurz ist. Und warte mal, wo bist denn du jetzt längst gefahren? Rudi? Ja, einfach rausgefahren. So wie wir mal reingekommen sind. Keine Ahnung, wo wir reingekommen sind. Du musst ein bisschen mit dem GPS arbeiten, nach Richard. Arbeite ich aber nie. Da will er mal wieder schneller sein. Ja, und mal richtig auf die Fresse fliegen. So, warte mal, ich wollte jetzt mal kurz gucken. Kann man jetzt nicht. Nee. Wir könnten hier vorne jetzt einfach die Abkürzung fahren. Bei Abkürzung ist immer so relativ, ne, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall kürzer, als wenn wir den ganzen Weg fahren. Weil es muss so langsam. Ich habe keine Ahnung, aber es hat sich auf jeden Fall schneller angefühlt. So, wir kaufen jetzt am besten noch schnell die zwei Lizenzen, also für jeden eine halt. Und dann machen wir einfach einen Cut, oder? Ja. Dann haben wir genug aufgenommen. Drei Folgen mal wieder viel zu viel, weil ich habe noch so viel im Voraus und jede Woche kommt ja nur eine online. Aber naja, da machst du nichts. Du fährst wieder eiskalt vorbei. Warum? Ich fahre einfach zu dem ATM hier. Warum fährst du nicht zur Tanke? Weil ich nicht, weil ich schon behindert bin. Na, ich fahre jetzt einfach zur Tanke, weil da müsste sie da außen rumfahren. Upsala. Bei der Tanke, da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Da warst du sogar dabei. Da haben sie uns auch mal überfallen. Ja, letztens auch. Da habe ich auch kein Geld abgehoben. Da habe ich mir einen Werkzeugkasten gekauft und habe mein Ding repariert. Und, Also 10.000, ne? Ja. Okay. Go. Go, go, Gadget. So, warte mal. Ich müsste erst nochmal markieren. Oder ich fahre dir einfach hinterher. So, ihr könnt uns ja auch gerne irgendwelche Vorschläge schreiben, also was wir vielleicht mal machen sollen in den nächsten paar Folgen. Also vielleicht ein paar Leute überfallen, wenn ihr das wollt. Oder einfach nur so rumstehen und nichts tun. Kann ja vielleicht auch manchmal ganz toll sein. Jetzt sind wir irgendwie scheiße gefahren. Ja, ja. Ich fahr dir auch noch hinterher, ey. Und jetzt hab ich dich abgehängt. Ja! Spasti! Schade, nicht ganz. Noch bin ich in deiner Nähe. Noch bist du mich nicht los. Am besten jetzt mal irgendwo voll keine Gegend fahren. Das wäre gut. Oh, schon wieder? LOL. Was? Das ist also, als ob du gerade voll gegen die Mauer gefahren wärst. Das habe ich auch gerade gedacht. So, wo ist der Spaß jetzt hier?
Noch weiter rein. Nee. Schade. So, okay, haben wir die jetzt auch. Das ist meins. Speichern wir erstmal. So, und ich würde sagen, mit dieser Aussicht von Rudi auf dem Bike oder auf dem Kart. Auf dem Bike, ja, so sieht's schon aus, Alter. So, jetzt eiskalt. Würde ich sagen, ja, genau. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und gerne Vorschläge, was ihr sehen wollt und was vielleicht auch nicht. Und dann haut rein, bis demnächst und ciao. Tschüss.